Moin, moin und herzlich willkommen bei Sentry. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ja, heute stelle ich euch ein ganz wundervolles, spezielles und vor allem mein aktuelles Lieblingsparfum vor, nämlich Gorsland der Marke Jorum Studio. Ja, bevor wir wie immer mit der Flakonpräsentation starten, möchte ich nochmal ein, zwei Dinge loswerden, denn das ist wirklich ein sehr, sehr spezielles Parfum. Es ist nicht nur Nischenparfum, sondern ich würde behaupten, sogar im Bereich eben der Nische relativ speziell, und dementsprechend sage ich schon mal vorab, besorgt euch am besten eine kleine Abfüllung oder eine Probe, wie auch immer. Ich weiß, das ist bei der Marke und Verfügbarkeit nicht ganz so einfach, aber es ist meiner Meinung nach kein Parfum für einen Blind Buy. Und könnt ihr natürlich tun, aber wie gesagt, die DNA schon sehr speziell. Aber da komme ich dann jetzt in der Duftbeschreibung nochmal näher drauf zu sprechen. So, dann starten wir wie immer mit der Flakonpräsentation. Ihr seht, denke ich mal, es ist ein 30 ml Flakon. Die Marke führt, soweit ich weiß, auch nur diese Größe. Es handelt sich hier übrigens um ein Extrait de Parfum. Da komme ich nachher natürlich in der Performance, in der Haltbarkeit und Sillage nochmal drauf zu sprechen. Ja, das Glas ist ja relativ schlicht, so ein Standardglas, nicht unbedingt mega hochwertig, aber auch ja kein billiges Glas. Der Deckel, ihr wisst, ich lege Wert auf den Gesamteindruck und ich bin da einfach ehrlich und bleibe auch neutral, auch wenn es mittlerweile oder aktuell mein Lieblingsparfum ist. Der Deckel ist aus einem weicheren Material. Ich denke, man sieht es. Das wird eine Art Kunststoff sein. Geht natürlich hochwertiger. Wie gesagt, so ehrlich muss man sein. Der Zerstäuber ist aber sehr gut. Schöner Sprühnebel. Und hier ist an sich auch alles wirklich gut verarbeitet. Und dann kann ich auch gleich mal eben sagen, dass die Marke alles noch per Hand abfüllt, beklebt, das Glas gießt und so weiter und so fort. Also das ist wirklich, ja, das ist für mich Nische. Die machen von A bis Z in der Produktion alles per Hand, soweit das natürlich heutzutage irgendwie noch möglich ist. Aber die zeichnen sich tatsächlich eben durch Handarbeit aus. Und es ist auch nur ein kleiner Betrieb. Die Stückzahlen sind dementsprechend auch nicht allzu groß. Dementsprechend ist die Verfügbarkeit auch nicht so groß. Und dementsprechend müsst ihr auch mal schauen. Aber das macht eben für mich auch so eine ganz besondere Nischenmarke aus. Dann zeige ich euch auch nochmal die Verpackung. Die ist sehr schick. Die ist auch hochwertig. Ein schönes Material. Hier haben wir so eine Art Banderole. Kann man dann abnehmen. Dann sieht man hier die ein oder andere Information. Ja, dann kann man das so auseinanderziehen. Hier drin steckt dann das Parfum. Ihr habt es, denke ich mal, gehört. Es sitzt auch wirklich fest in der Verpackung. Erfüllt also den Sinn und Zweck. Schützt das Parfum. Und jetzt versuche ich auch mal hier die Banderole wieder rumzumachen. Es soll ja einigermaßen vernünftig im Video ausschauen. Und ja, ich denke, es hält. Hoffe ich doch. Ja, es hält. Prima. So, also, Eindruck relativ hochwertig. Wie gesagt, Deckel könnte man optimieren. Aber wie sage ich immer so schön, es geht natürlich immer primär um die Duft-DNA, um den Inhalt des Parfums. Und der ist hier bei Gorsland wirklich sehr, sehr speziell. Ich blende euch schon mal die Duftnoten ein. Ja, lasst es auf euch wirken. Versucht euch mal irgendwie selbst anhand dieser Duftnoten irgendwie etwas darunter vorzustellen. Es ist schwierig zu beschreiben. Ich versuche es aber mal. Wie riecht es? Es riecht sehr aromatisch. Es hat auch wirklich eine gewisse Süße. Wiederum auf der anderen Seite schwingt immer eine gewisse frische Zitrik mit. Dann ist es ganz klar auch blumig, aber ja, nicht so blumig, wie man das irgendwie von anderen Parfums kennt. Es ist leicht blumig, anders blumig. Ich weiß gar nicht, wie ich es sonst beschreiben soll. Dann ist es sehr grün und krautig und hat aber auch irgendwie so einen leichten Frucht-Touch, so eine Frucht-Vibes. Also ja, tatsächlich muss ich es so beschreiben, weil in diesem Parfum gefühlt alles enthalten ist und man auch alles irgendwie zugleich riecht.
Es gibt in dem Parfum keine richtige Kopfnote und Herznote und Basisnote. Das ist alles so ineinander verwoben. Das geht so ineinander über. Dann riecht man mal wiederum das eine heraus, dann wiederum das andere. Und es ist wirklich ein so komplexes, aromatisches Parfum. Was man definitiv, also was ich zumindest ganz klar herausrieche, ist die Stachelbeere. Ich habe, um ehrlich zu sein, Stachelbeere auch noch nie in einem Parfum gerochen. Zumindest nicht, dass ich wüsste, oder ich habe die Stachelbeere dann nie so gut wahrnehmen können. Also die ist hier wirklich in Gorsland meiner Meinung nach sehr präsent. Dann ist die Holunderblüte auch sehr präsent. Die Kamille, also die Kamillennote rieche ich auch ganz klar heraus. Neroli rieche ich auch heraus. Zitrone auch, das meinte ich vorhin, es ist irgendwie süß, aber es hat auch so eine gewisse Zitrik. Es ist wohl ein sehr spezielles Zitronenöl enthalten, also es schwingt immer so eine gewisse Frische mit. Dann riecht es eben sehr grün und krautig, das ist ganz klar die Cannabisnote, aber ich bin wirklich kein Fan von Cannabis. Ich rauche das Zeug nicht und mag es auch nicht in Parfums, aber da ist es wirklich sehr, sehr angenehm und vor allem nie zu viel. Es schwingt da so eine leichte Cannabisnote mit. Es ist wohl so eine Kasch-Cannabisnote enthalten. Ihr merkt, ich kenne mich nicht aus. Es ist wohl eine sehr aromatische Cannabisnote. Würde ich jetzt dann so denken, dass das vielleicht sich dann auch eher so von dem typischen Cannabisgeruch abhebt. Also dementsprechend, es ist schon eine sehr angenehme und nicht so penetrante Cannabisnote. So drücke ich es mal aus. Und man riecht hier auch irgendwie dann noch so was Fruchtiges, das ist meiner Meinung nach tatsächlich auch so ein bisschen, ja, so Waldmeister, es ist Wahnsinn. Und Lavendel schwingt da auch mit, aber auch wieder nicht zu viel, ich bin auch kein großer Lavendel-Fan. Also ihr merkt, es ist für mich unfassbar schwer zu beschreiben. Es ist halt wirklich, wirklich so, so speziell und außergewöhnlich von der Duft-DNA. Und ich muss sagen, ich habe dieses Parfum in meiner in Anführungsstrichen Parfümerie in Berlin Probe gerochen. Kurze Story, ich versuche mich kurz zu halten. Ich bin rein, ich wusste schon, welches Parfum ich mir kaufen wollte und bin zur Kasse und hatte dann einen Geruch in der Nase. Das war im Gorsland, das wurde wohl eine Stunde oder zwei Stunden vorher einer Dame auf den Teststreifen gesprüht und dieser Geruch war einfach noch in der Parfümerie. Und dann habe ich halt den Chef gefragt, mit dem ich mich auch super gut verstehe, was ist das, was riecht hier so toll? Und dann hat er mir das eben aufgesprüht und ja, ich war hin und weg. Ich dachte, das kann doch nicht wahr sein, was ist das für ein tolles Parfum? So speziell, so anders, ich habe sowas noch nie gerochen. Da wollte ich sofort mit zu meinem eigentlichen Parfum dazu kaufen. Problem war, es war leider vergriffen. Wie ich schon sagte, die Marke macht nicht ganz so hohe oder produziert nicht ganz so hohe Stückzahlen. Er hat mir dann noch etwas von seinem Tester, den er in seiner Parfümerie hat, abgefüllt. Mir wiederum das Parfum bestellt. Das hat dann irgendwie 2-3 Wochen gedauert. Und ich habe die Abfüllung dann dreimal getragen und ja, das hat sich einfach nur bestätigt, mein Ersteindruck. Es wurde sogar übertroffen. Auf der Haut kommt es nochmal so viel besser und noch außergewöhnlicher rüber. Also wirklich der Wahnsinn. Haltbarkeit und Sillage. Ich muss wirklich sagen, ich benutze den Begriff nicht so gerne, aber Beast Mode. Man kann es nicht besser beschreiben. Dieses Parfum hält ohne Probleme 14, 16, 18, 20 Stunden. Also ihr braucht wirklich nur 2-3 Sprüher und ihr riecht von morgens bis abends bis zum nächsten Tag. Ohne Probleme. Sillage brutal. Man kann es nicht anders sagen. Auf meiner Haut zumindest. Ihr dürft nicht vergessen, es ist nur meine Beschreibung, mein Empfinden. Es kann sein, dass ihr das sogar noch extremer empfindet. Es kann aber auch sein, dass ihr das bei weitem eben nicht so empfindet wie ich. Also deswegen denkt immer daran, es ist nur mein Empfinden. Aber Sillage, wirklich, ich muss es so sagen, brutal. Also es strahlt ohne Ende ab. Es wurde ja vorher, als ich es mir eben gekauft hatte oder bestellt hatte, wurde es ja vor 1, 2, 3 Stunden mit einem Sprüher auf den Teststreifen
gesprühter Teststreifen wurde wohl von der Dame mitgenommen und trotzdem roch die ganze Parfümerie danach. Also wirklich Beast Mode vom Allerfeinsten. Kondition 30 ml, 98 Euro. Ja, eben Extra de Parfum. Hochkonzentriert. Ja, die Performance habe ich euch ja gerade beschrieben. Es hat mich, selbst ihr merkt es ja, die Beschreibung fällt mir relativ schwer. Ich bin einfach schwer begeistert von diesem Parfum. Und ich sage jetzt nochmal abschließend, es ist meiner Meinung nach, es ist ein ganz neues Release. Es ist erst vor wenigen Wochen erschienen. Dementsprechend gibt es auch noch gar keine großen Informationen über das Empfinden der anderen Parfumträger. Also deswegen, ich weiß nicht, wie das ankommen wird. Ich denke, es wird vielen Leuten gefallen. Wiederum, einige werden auch bestimmt sagen, das ist ihnen einfach zu speziell. Deswegen nochmal der Hinweis von mir, besorgt euch am besten irgendwo eine kleine Probe, eine kleine Abfüllung und macht euch erstmal einen Eindruck. So, meine Stimme bleibt schon weg. Sorry, ich habe es versucht, das Video zu Ende zu drehen und erst dann zu husten, aber ich muss unbedingt was trinken. Ich habe zu viel gequatscht, aber ihr merkt meine Begeisterung. Mein aktuelles Lieblingsparfum, ich liebe es, anders kann man es nicht sagen. Danke, dass du reingeschaltet hast. Bis demnächst und vor allem bleib gesund.